الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Diese Vortragsstunde ist eigentlich eine Fortsetzung vom Unterricht, den wir letztes Jahr begonnen hatten. Einige von euch, einige Gesichter erkenne ich wieder. Im letzten Jahr hatten wir mit der Al-Arba'un al-Nawawiyya begonnen gehabt in Worms und haben um die 10 Ahadith durchgenommen. Wir werden heute weitermachen mit den Ahadith, vielleicht 4 bis 5. Nur wird das Programm ein bisschen anders aussehen. Im letzten Kurs, im letzten Jahr ging es eher um die Quantität. Wir wollten eigentlich in den 2 Tagen alles beenden. Und wir machen das heute etwas, wir werden heute etwas sachter rangehen. Also es geht hier nicht darum, dass wir schnell mit den Texten fertig werden, sondern wir besprechen einfach zu den Ahadith, was man besprechen kann, erwähnen, was man dazu erwähnen kann. Und einiges wird natürlich auch eine Wiederholung sein. Ich weiß nämlich nicht mehr, was schon gesagt wurde und was nicht gesagt wurde. Von daher muss man sich auf derartiges ebenfalls einstellen. Wir sind beim 11. Hadith, beziehungsweise wir machen hier weiter. Es kann sein, dass wir den 11. Hadith erwähnt hatten, bin mir aber auch hier nicht mehr ganz sicher, weil die letzten Stunden der Aufnahme sind, oder die letzten Hadith, beziehungsweise die letzten Minuten sind verloren gegangen. Das schadet aber inshallah nicht. Der 11. Hadith, das ist der Hadith, wie ihr sehen könnt, oder nicht ganz. Sekunde. Das müssen wir hin. So. Das ist der Hadith von Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu. Er sagt: Hafiztu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Man darf auch sagen, yuribuk, also das kann auch von diesem Verb araba yuribu sein. Die Ahlul Ilm erwähnen aber, dass die bessere, korrektere Sprache das Fatha ist, also da'ma yaribuk, ein Fatha. Und dann sagt An-Nawawi hier, das ist überliefert von At-Tirmidhi und An-Nasa'i, und er sagte über diesen Hadith, Hasan Sahih, At-Tirmidhi, sagte über diesen Hadith, dass er Hasan Sahih ist. Al-Hasan, der Überlieferer des Hadith, ihr kennt ihn, das ist der, wie nennt man ihn in der deutschen Sprache? Al-Hafid, den Enkel. Naam, das ist der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und An-Nawawi bezeichnet ihn hier in der arabischen Ausgabe der 40 Hadith, er sagt, Sibtu Rasulillah wa Rayhanatuhu. Interessant ist hier diese Bezeichnung Rayhanatuhu. Al-Rayhan ist eigentlich ein, nennen wir es mal ein Duftkraut, ein Kraut mit einem starken Duft, einen angenehmen, guten Duft. Und diese Bezeichnung kommt aus der Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihn selbst so bezeichnet, wie es in dem Hadith von Abu Bakr vorkommt, in den Sahihain. Er sagte, Huma, er meinte Al-Hasan und Al-Husayn, Huma Rayhanatai min ad-Dunya. Sie, die beiden, sind meine Duftblüten, sind für mich meine Duftblüten in dieser Dunya. Und das ist natürlich ein metaphorischer Ausdruck, oder? Metaphorisch oder nicht? Weil in der Realität sind es keine Duftblüten, es ist ein metaphorischer Ausdruck, und damit möchte er einfach ausdrücken oder aussagen, dass er zu ihnen eine gewisse Beziehung hat, oder er drückt damit seine Emotionen aus, die er ihnen gegenüber empfindet. Denn etwas Wohlduftendes, etwas, wovon ein angenehmer Duft ausgeht, wie fühlt man sich als Mensch, wenn man diesen wahrnimmt? Man fühlt Geborgenheit, man fühlt eine gewisse Wärme,
Man fühlt ein Wohlbefinden. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese zwei Jungs sind Anlass für mein Wohlbefinden. Er empfindet bei ihnen Geborgenheit, eine gewisse Nähe und Anziehung. Über Al-Hasan gibt es spezifischere Texte, in denen seine Vorzüglichkeit hervorgehoben wird. Wir sehen in dem Hadith bei Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages, so kommt es vor, er war auf der Mimbar, auf seiner Mimbar bei der Freitagspredigt, hat seine Freitagspredigt gehalten und währenddessen hat sich irgendwo Al-Hasan hergeschlichen und ist hochgestiegen zu ihm. Daraufhin hat er ihn zu sich genommen, hochgehoben und sich wieder zu den Leuten gewidmet, die seine Predigt, seine Freitagspredigt angehört haben, und er sagte dann: Inna ibni hadha sayyidun. Inna ibni hadha sayyid. Dieser, mein Sohn, ist ein Sayyid. Sayyid heißt, al-Sayyid, يعني الرئيس المطاع. Das ist jemand, der eine Führerposition innehaben wird, weil er hatte sie nicht. Dem gehorcht wird, der angesehen ist. Das ist tatsächlich auch so gewesen, aber noch interessanter ist die nächste Aussage dieses Hadith. Er sagt: وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي. Und möglicherweise wird Allah durch ihn, durch Al-Hasan, zwei gigantische Gruppen, er sagt فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ, das heißt große Lager, große Gruppen, vielleicht wird Allah durch ihn zwei gigantische Gruppen meiner Umma versöhnen. Vielleicht wird er sie versöhnen. Und das Interessante an diesem Hadith ist, er prophezeit hier eine Versöhnung vor. Und einer Versöhnung geht ein Konflikt voraus, oder? Ansonsten gibt es keine Versöhnung. Das heißt, er spricht hier direkt aus, dass es eine Versöhnung gibt und indirekt, unausgesprochen, erwähnt er auch, dass es einen Konflikt geben wird, und er erwähnt, dass dies ein schwerwiegender, großer Konflikt sein wird. Das heißt, es ist kein Konflikt zwischen zwei kleinen Parteien, er sagt zwischen zwei großen Gruppen meiner Umma. Und diese Prophezeiung ist tatsächlich auch so, hat so stattgefunden. Ihr kennt sicherlich die Konflikte, die nach dem die in der islamischen Umma stattgefunden haben, nach der Ermordung Osmans. Da haben sie ihren Beginn genommen und in der Zeit von Ali und danach haben sie ihren Höhepunkt erreicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, er sagt in dem Hadith von Safina, Safina ist ein Name eines der Mawali des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Al-Mawali, das bedeutet ein Sklave oder Ex-Sklave. Das Wort Al-Mawla wird für den Sklaven verwendet, aber auch für den Ex-Sklaven. In dem Hadith von Safina, der bei Ahmad und anderen überliefert wird in den Sunan, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Satakunul Khilafa fi ummati 30 sana. Die Khilafa, also diese Form der Herrschaft, wird in meiner Umma 30 Jahre andauern. 30 Jahre. Und dann sagt er: ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا عَضُودًا. Und danach wird es harte Zeiten des Königtums geben. Er benutzt hier das Wort عَضُود. Das kommt vom Beißen. عَضَّ, Beißen. Also es sind beißende Jahre. Damit möchte er ausdrücken, dass in diesen Jahren die Nation Instabilität haben wird. In der islamischen Gesellschaft, in der islamischen Welt wird es eine Instabilität geben. Und harte Zeiten. Und tatsächlich war es auch so, dass Al-Hasan ibn Ali nach dem Tod seines Vaters Ali an die Reihe gekommen ist und den Treueeid bekam, als rechtmäßiger Herrscher oder Khalifa zu herrschen. Und das ging genau 6 Monate. Nach 6 Monaten
Sechs Monate seiner Herrschaftszeit waren 30 Jahre vergangen von der Khilafa, beginnend mit Abu Bakr. Und in dieser Zeit haben sich die zwei große, gewaltige, die gewaltigen Heere, einmal von Al-Hasan und einmal die sich aus dem Scham bewegten, von Muawiyah, haben sich aufeinander getroffen. Und es ging darum, dass jeder beanspruchte, der rechtmäßige Herrscher zu sein oder ein höheres Anrecht habe. Al-Hasan hat dann Folgendes getan: Er ist zurückgetreten. Er ist abgetreten von seinem Amt und hat das an Muawiyah radiallahu anhu übergeben. Er hat das übergeben an ihm mit gewissen Bedingungen, die sie gestellt hatten. Und die meisten dieser Bedingungen wurden auch erfüllt. Sinn und Zweck aber der Sache ist, dass durch dieses Abtreten von Al-Hasan, und er hat es gemacht, um das Blut, die Würde und das Vermögen der Muslime zu schützen, und damit hat sich tatsächlich dann auch die Prophezeiung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet. Und daher ist dieses Jahr in der Geschichte auch als Aam al-Wifaq eingegangen. Aam al-Wifaq, das heißt das Jahr der, jetzt sagen wir es mal, Wiedervereinigung. Al-Hasan ist übrigens im dritten Jahr nach der Hijra geboren, im Monat Ramadan, und ist gestorben im Jahr 44 nach der Hijra, ungefähr im Jahr 44. Die Gelehrten sind sich nicht ganz einig über sein Todesdatum. طيب. Kommen wir zum inhaltlichen Bereich dieses Hadith. Lass von dem ab, was dich zweifeln lässt, zugunsten dessen, was dich nicht zweifeln lässt. Inhaltlich ist dieser Hadith eigentlich identisch mit dem Hadith Nummer 6, den wir letztes Jahr besprochen hatten. Ich erinnere nochmal an den Hadith. Wir werden inhaltlich nicht die Masail nochmal, die Sachverhalte wiederholen, weil das gleich ist. Der Hadith von Nu'man ibn Bashir, wo der Prophet sallallahu alaihi sagte: Al-Halal ubayyin, wal-Haram ubayyin, wabaynahuma umurun mushtabihat. Der Al-Halal ist offensichtlich. Also es gibt etwas, was offensichtlich halal ist. Mit dem offensichtlichen Halal, nur zur Erinnerung, sind jene Dinge gemeint, die konsensuell halal sind. Das heißt, über die sich die Ahlul Ilm einig sind, dass das legitim ist. Es gibt da keine Belege, die irgendwie in Konflikt miteinander stehen oder Meinungsunterschiede. Das sind die offensichtlich legitimen Sachen. Wie zum Beispiel, dass man heiraten darf. Wie zum Beispiel, dass Wasser eine Substanz ist, die rein ist und legitim ist. Oder wie der Fakt, dass Brot etwas Essbares ist und legitim ist. Darüber streitet sich keiner, richtig? Und dann sagt er, wal haram ubayyin. Und es gibt Dinge, die offensichtlich verboten sind. Offensichtlich heißt hier wieder, yani konsensuell. Das heißt, die Ulama sind sich darin einig, die Muslime sind sich darin einig, dass das verboten ist. Es ist unumstritten. Wie zum Beispiel, dass der Genuss von Rauschmitteln verboten ist, wie dass die Unzucht verboten ist, wie dass die Ungerechtigkeit verboten ist und so weiter. Übrigens, nur mal Sachen nebenbei, wenn wir hier sagen, offensichtlich, es ist offensichtlich erlaubt oder offensichtlich haram, nach welchen Maßstäben entscheidet man das? Also es muss ja irgendwelche Maßstäbe geben, oder? An denen wir dann halt festmachen und sagen, das versteht man offensichtlich aus diesen Texten. Weil das ist so eine Sache hier, besonders hier in Deutschland, wenn man liest eine Übersetzung und aus dieser Übersetzung ergibt sich etwas, was du verstehst, und dann heißt es, das ist offensichtlich, das ist deutlich, klar und deutlich. Das heißt,
eine konträre Meinung ist nicht möglich, oder? Weil da, wo es offensichtliche, klare, eindeutige Texte gibt, da werden konträre Meinungen nicht geduldet. Aber das Problem ist, an was machst du fest, dass das offensichtlich ist? Wenn wir grundsätzlich von der Übersetzung her kannst du das nicht machen. Das kannst du schon mal vergessen. Von der Übersetzung her ist das nicht möglich. Und das ist ganz logisch und ganz einfach zu erklären. Die Übersetzung muss nicht immer in der Bandbreite der Bedeutung, die das Arabische hergibt, sie muss nicht immer identisch sein mit dem Arabischen. Beispielsweise, der arabische Originaltext kann beispielsweise an dieser Stelle viel mehr Bedeutungen tragen. Die Übersetzung ist aber wirklich sehr präzise und genau und lässt nur eine einzige Bedeutung zu. Es kann aber auch umgekehrt sein. Der arabische Text an dieser Stelle lässt nur eine einzige Bedeutung zu. Die Übersetzung lässt mehrere Bedeutungen zu. Und daran deswegen, als jemand, der eine Übersetzung liest, der kann sich abhaken, der ist nicht in der Lage zu entscheiden, ob das offensichtlich und eindeutig ist oder nicht. Das kannst du höchstens über die Übersetzung sagen, dass sie eindeutig ist und offensichtlich, aber nicht über das arabische Original. Und selbst beim arabischen Original muss es irgendwelche Maßstäbe geben, oder? Weil jeder Mensch hat ein gewisses Verständnis und auch sein Hintergrundwissen über die Sprache selbst, über die Sprache, die verschiedenen, die Grammatik und die Rhetorik in der Sprache, das alles spielt eine Rolle darin, ob man aus einem Vers mehr herausholen kann oder ob man eine Eindeutigkeit versteht oder nicht. Und deswegen gibt es eine Wissenschaft, die nennt sich Usul al-Fiqh. Und die Wissenschaft des Usul al-Fiqh, sie analysiert dieses Thema, die Bedeutungsbandbreiten, das Ausmaß der Bedeutungen, ist das eindeutig, ist das nicht eindeutig, und die Rhetorik der arabischen Sprache, die Grammatik spielt da eine Rolle. Grammatik kann entscheidend sein, zu entscheiden, ob hier mehrere Bedeutungen möglich sind oder nur eine Bedeutung. Es gibt ein bekanntes Beispiel dafür, anhand dessen die Gelehrten dieses Phänomen zeigen. Ihr kennt vielleicht diese Aussage. Wer von euch spricht Arabisch hier? Ihr kennt vielleicht die Aussage, die habt ihr vielleicht von euren Müttern oder euren Großmüttern gehört, dass man Fisch nicht mit Milch zusammen verzehren soll. Schon mal gehört? Warum nicht? Man kann sterben. Was noch? Es verträgt sich nicht. Mensch. Also soweit ich weiß, ist das empirisch nicht belegt, dass das tatsächlich schädlich sein soll. Es kann sein, dass der eine oder andere das nicht verträgt, ist möglich, aber grundsätzlich wird man nicht daran sterben und auch keine Krankheiten bekommen. Aber wir nehmen trotzdem diesen Satz, weil der wird in den Büchern der Grammatik erwähnt. Da sagen die Gelehrten Folgendes. La ta'kulis samak, wa tashrabul laban. La ta'kul al-samak wa tashrabu al-laban. Was bedeutet das? Was? Isst nicht den Fisch und trinkt die Milch nicht. Und trinkt die Milch nicht? Ja. Also kein Fisch und keine Milch trinken. Nein, also die Milch kann man trinken. Was sagt ihr beide? Taib, aber jetzt übersetzt, was würdest du denn darunter verstehen? Also, das darf man nicht trinken.
Mensch, aber Fisch darf man essen, oder? Nee, auch. Ach so, weiß ich. Was sagst du? Ante, ante. Hä? Ich zeige nicht auf. Ach so, okay. Mensch. Dieser Satz bedeutet, dieser Satz, die meisten, wenn sie ihn hören, würden Folgendes verstehen. Die meisten, die diesen Satz hören und diese Worte kennen, würden Folgendes verstehen. Sie würden sagen, das bedeutet, Fisch und Milch zusammen nicht verzehren. Aber warum? Weil er hat eine gewisse Vorahnung, richtig? Er hat ja, da sind so gewisse Hintergründe, die er hat. Er hat es schon mal irgendwo gehört. Und jetzt versteht er unter diesem Satz sofort etwas, was mit seinem Hintergrundwissen zu vereinbaren ist. Aber dieser Satz bedeutet grammatikalisch eigentlich was ganz anderes. Dieser Satz bedeutet grammatikalisch, du sollst keinen Fisch essen, aber du kannst Milch trinken. Ich könnte diesen Satz, ohne die Wörter zu verändern, also die Wörter bleiben die Wörter, könnte aber auch daraus etwas anderes machen. Ich könnte sagen, du sollst Fisch und Milch nicht zusammen verzehren. Und dann würde ich sagen, la tashra bil laban wa ta'kula. Nur ich habe nur das Endvokal verändert und es ist eine ganz neue Bedeutung entstanden. Ich könnte auch sagen, du sollst weder Milch trinken, noch sollst du Fisch essen. Also nichts von beiden sollst du machen. Ob du das zusammen machst oder separat machst, spielt keine Rolle. Du sollst nichts von beiden machen. Dafür belasse ich es bei den Wörtern wieder so, wie sie sind, aber ich verändere die Endung. La ta'kul. La ta'kul. La ta'kul samak wa tashrab al-laban. Das bedeutet jetzt nichts von beiden. Also, was ich damit sagen will, zu entscheiden, ob das offensichtlich ist oder nicht offensichtlich, das kann man nur, wenn man erstmal das Original beurteilt und zweitens, wenn man das nötige Hintergrundwissen hat. Das nötige Hintergrundwissen. Und ich bin übrigens, was die deutschen Übersetzungen angeht, deutsche Übersetzungen, die islamische Literatur in der deutschen Sprache, mittlerweile sowieso nicht mehr ganz optimistisch. Die meisten Übersetzungen, die ich gesehen habe und überprüft habe, sind meistens nicht ausreichend. Meistens nicht ausreichend, meistens sind da schwerwiegende Fehler drin. Und der Grund, warum das passiert ist, weil diese Übersetzung, wenn du Fachliteratur übersetzt, wir reden nicht von allgemeiner Literatur, hier und da ein paar Geschichten übersetzt, wir reden von Fachliteratur. Fachliteratur kann nur ein Fachmann übersetzen. Das ist logisch, oder nicht? Das ist ganz logisch. Jemand, der nichts von der tiefen Psychologie gelernt hat. Glaubst du, wenn jetzt beispielsweise ich bin Pakistaner und ich habe hier ein deutsches Buch in der tiefen Psychologie, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich kenne ein bisschen Deutsch. Ich kenne etwas Deutsch und dann sage ich, ich möchte meinem Volk auch was Gutes tun und nehme dieses Buch und übersetze es irgendwie, dass das am Ende, ja, dass da nichts Gutes dabei rauskommt, ist schon vorprogrammiert. Und genauso ist es tatsächlich auch in der deutschen Sprache. Der Übersetzungsmarkt in Deutschland braucht noch sehr viel Entwicklung. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, der in Muslim überliefert ist, ich glaube, es war der Hadith von Ali, er sagte, Naha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ani thawb al-Muza'far oder al-Mu'asfar, eins von beiden. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er verbat dem Mann, yani, Kleidung zu tragen, die mit Sa'faran gefärbt wurde. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob er Sa'faran sagt oder das andere. Aber beide Pflanzen führen zu einer gelben Farbe, wenn man sie benutzt bei der Färbung des Stoffes. Es führt zu einer gelblichen Farbe. Hat der Prophet die gelbe Farbe verboten oder hat er verboten, die Kleidung zu tragen, die mit diesen Färbemitteln gefärbt worden sind? Es geht hier um diese Färbemittel, nicht um die Farbe gelb. Aber in der Übersetzung
der deutschen Sprache, dieses Hadith, steht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat den Männern, gelbe Kleidung zu tragen. Es ist aber ein Unterschied. Also der sechste Hadith, ist der, inhaltlich sind sie beide gleich. Im sechsten Hadith sagte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwischen ihnen, zwischen diesen offensichtlichen erlaubten und offensichtlichen Verboten, verbotenen Dingen sind Umur Mushtabihat, das heißt unklare Angelegenheiten, in denen es eine Shubha gibt, eine Unklarheit, sie sind diffus. Und wer diese meidet, ja, ungefähr sagt er dann, wer diese meidet, der schützt seine Würde und seine Religion. Also vom Inhalt her ist das das Gleiche. Und im sechsten Hadith haben wir erwähnt, dass nicht jede Unklarheit gemieden werden muss. Nicht jede Shubha, nicht immer, wenn mir etwas unklar ist, ob es erlaubt oder verboten ist, rein oder unrein ist, muss ich es meiden. Es gibt Dinge, die muss ich meiden, es gibt Dinge, die darf ich nicht meiden. Also es wäre nicht angebracht, sie zu meiden. Es gibt Dinge, die kann ich meiden oder wo es besser ist, sie zu meiden. Ein Beispiel, wenn jemand im Gebet steht, er steht im Gebet und ist sich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob seine Reinheit, ob die rituelle Reinheit noch da ist. Was macht er in diesem Fall? Also jemand war sich ganz sicher, er hat sich bereinigt, stellt sich zum Gebet hin und dann ist er sich auf einmal wieder unsicher. Was macht er jetzt? Betet weiter. Aber es ist eine Unklarheit, oder nicht? Er baut auf dem aus, auf dem auf was Gewisses und das wäre in diesem Fall, dass er Reinheit hat. Nein, das heißt, nicht jede Ungewissheit, nicht jede Shubha muss gemieden werden. Aber ich wiederhole die Details hier nicht nochmal, weil das haben wir, wie gesagt, ausführlich gemacht im sechsten Hadith. Er erwähnt hier noch zwei Sachen. Und zwar sagt er hier, überliefert bei At-Tirmidhi. At-Tirmidhi, ist das sein Name von dem Autor dieses Buches, Sunan Tirmidhi? Ist das sein Name? Isa. Abu Isa. At-Tirmidhi ist nicht sein Name. At-Tirmidhi ist eine, beschreibt seine Herkunft, wo er herkam. At-Tirmidhi heißt aus Termis. So wird der Ort heute genannt. Aus Termis. Man sagt auch At-Turmudhi und At-Tarmidhi. Alles ist möglich. Sein Name ist eigentlich Abu Isa. Abu Isa, das ist seine Kunya. Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura. Und er ist gestorben im Jahr 279 nach der Hijra. Und wie gesagt, er kommt aus Termis. Wo ist Termis? Ich zeige euch das mal kurz. Termis. Seht ihr das hier? Heute im Tadschikistan, hier bei Afghanistan, Tadschikistan. Und ich weiß gar nicht, ob es damals auch zu diesem Land zählte, weil über die Jahrhunderte haben sich die Grenzen immer wieder mal verschoben. Aber auf jeden Fall kommt er aus diesem Gebiet so. Hier haben wir Kabul. Termis. Und es ist interessant, dass die meisten, die Autoren der Al-Kutub al-Sitta, der sechs Bücher der Sunan, abgesehen von Muslim, nicht Araber sind. Sie sind nicht Araber. Al-Nasai ebenfalls ist nicht Araber, kommt aus Al-Khurasan. Al-Bukhari kommt aus Bukhara. Und der Großvater von Bukhari war nicht einmal Muslim oder ist zum Islam übergetreten. Ibn Majah kommt aus Qazwin, ebenfalls im heutigen, also das, was man Persien nannte, Iran heute, das gehört zum Iran. Wen haben wir noch? Wen haben wir vergessen? Abu Dawud? Nein, Abu Dawud ist Sijistani, aus Sijistan. Also abgesehen von Muslim, handelt es sich bei all diesen Verfassern um Nicht-Araber. Und es ist interessant, dass in dieser Zeitspanne, also sagen wir so zwischen im Jahr 100 bis 300, danach weiß ich nicht,
Aber in dieser Zeitspanne war die Mehrheit der renommierten Gelehrten, sei es im Hadith oder im Fiqh, nicht arabischer Herkunft. Wir haben zum Beispiel Mujahid ibn Jabr, Ata ibn Abi Rabah, Nafi', wisst ihr, wer Nafi' ist? Nafi', Maula ibn Umar, also der Ex-Sklave und Schüler von Ibn Umar, ist, ihr habt vielleicht schon was von der sogenannten Silsila al-Zahabiyya gehört, die goldene Kette im Hadith. Die goldene Kette im Hadith ist Malik, wie Abu Dawud sagte, bei Abu Dawud zumindest. Er sagte, Malik an Nafi', an Ibn Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik, der bekannte Imam, über Nafi', über Ibn Umar und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. An-Nasa'i erwähnt er hier auch. An-Nasa'i ist auch nicht sein Name. Sein Name ist Ahmad ibn Shu'aib. Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i al-Khurasani. Auch aus dem Khurasan. Al-Khurasan ist aus Persien. An-Nasa'i ist im Jahr 303 nach der Hijra gestorben. 303 und im Jahr 215 nach der Hijra geboren. Hier, das ist der Ort, aus dem An-Nasa'i kommt. Heute im Turkmenistan. Hier haben wir wieder Afghanistan. Hier ist die Hauptstadt vom Iran. Taib. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Aisha radiallahu ta'ala anha wurde einst gefragt über Jagdbeute, Tiere, die wildes Tier, das gejagt wurde, ob der Muhrim das essen darf. Der Muhrim ist der im Weihzustand für die Pilgerfahrt ist, für den Hajj oder die Umrah. Warum wurde ihr diese Frage gestellt? Weil der Muhrim nicht jagen darf. Der Muhrim darf nicht jagen. Nein, der Muhrim darf mit Konsens der Ahl al-Ilm, also das ist eine unumstrittene Sache, er darf während seines Weihezustands, währenddem er im Ihram ist, nicht jagen. Darf er ein Hühnchen schächten? Darf er ein Hühnchen schächten? Na, und das geht jemand Hühnchen jagen. Hühnchen, normalerweise werden sie nicht gejagt. Also es ist kein Jagdbeute oder kein Jagd, es ist kein Wild. Oder wenn jemand ein Schaf kauft und das schächtet, es ist kein Jagen. Also mit dem Jagen ist wirklich gemeint, dass man in die Wildnis geht und nach ein wildes Tier jagt. Grundsätzlich ist das erlaubt. Grundsätzlich ist das erlaubt, aber während des Ihram ist das Jagen für den Muhrim verboten. Allah Ta'ala sagt, Uhillat lakum bahimatul an'am. Die Bahima, das heißt, das Vieh ist für euch erlaubt. Außer das, was euch verboten wird. Ghayra muhilli s-saydi wa antum hurum. Und hier ist noch eine weitere Ausnahme. Außer das Jagen oder die Jagdbeute, wenn ihr im Zustand des Ihram seid. Warum wird sie dann gefragt, was ist denn das Problem dabei? Ist so eine unumstrittene, klare, verbotene Sache. Es geht darum, es geht nicht um das Jagen selbst. Die Fragenden haben nicht um das Jagen gefragt. Sie haben gefragt, wie es ist, wenn jemand jagt, nicht der im Ihram ist, jemand jagt und bietet mir das zum Essen an. Darf ich davon essen oder darf ich das nicht essen? Das ist die Frage. Und dann sagte sie, sie sagte, innama hiya ayyamun qala'il, es sind nur wenige Tage, also du bist im Ihram nur wenige Tage. Famarabak fada'hu. Was dir bange macht, worüber du dir unsicher bist, das meide.
Es ist ganz interessant, was Aisha radiallahu ta'ala anha hier sagt, denn die Sahaba waren sich uneinig über diese Angelegenheit. Die Fatwa der Sahaba war verschieden in dieser Sache. Wir haben insgesamt haben wir hier drei Auffassungen der Ulama. Also über das Jagdgut, Jagdbeute, Jagdwild, das nicht vom Muhrim selbst gejagt wurde, aber ihm angeboten wird. Also du musst dir das so vorstellen, du bist im Ihram, du bist jetzt irgendwo in Mekka dort und jemand von den Bewohnern dort geht jagen und bringt dir etwas mit. Darfst du das essen? Darfst du das nicht essen? Das ist die Frage. Und die Ulama haben hier drei Auffassungen. Die einen sind der Auffassung, dass es absolut nicht erlaubt ist. Also ob es für dich gejagt wurde oder einfach für sich selbst. Er hat es für sich selbst gemacht und du bist ihm über den Weg gelaufen. Und dann hat er dir was angeboten. Ob du mitgeholfen hast oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist absolut verboten. Und das ist die Auffassung von Ali und von Umar ibn al-Khattab und von anderen. Die zweite Auffassung, das ist die Auffassung der Mehrheit. Der Mehrheit der Gelehrten, auch der Mehrheit der Rechtsschulen, das heißt die Schafi'iyya, die Malikiyya und die Hanabila, sind der Auffassung, dass es nicht erlaubt ist, wenn er dazu beigetragen hat oder wenn es für ihn gejagt wurde. Für ihn. Ist auch nicht erlaubt. Das ist die Auffassung, wie gesagt, der Mehrheit, der Jamahir, der Sahaba und der Tabi'un und der vier Rechtsschulen. Und dann gibt es eine dritte Auffassung, und das ist die Auffassung der Hanafiya und die Auffassung von Ibn Umar. Ibn Umar, radiyallahu ta'ala an. Das heißt, Ibn Umar widerspricht seinem Vater. Umar hat, wie wir gesagt haben, war der Auffassung, dass es absolut verboten ist, in jeder Hinsicht. Sie waren der Auffassung, dass es erlaubt ist, solange er nicht mitbeteiligt ist, also solange er nicht mithilft, auch wenn es für ihn getan wird. So, das heißt, die Sahaba hatten hier verschiedene Auffassungen und Aisha radiallahu ta'ala anha hatte sicherlich auch eine Auffassung diesbezüglich. Aber sie sagt dem Fragenden, es sind nur wenige Tage, meide es. Es sind 4, 5 Tage, danach kannst du es wieder essen. Und das ist ganz interessant. Warum ist es interessant? Allgemein der Hadith. Aus diesem Hadith haben die Fuqaha eine Maxime, ein Prinzip abgeleitet. Prinzipien sind übrigens sehr wichtig. Die Prinzipien des Fiqh sind von enormer Wichtigkeit, weil sie zeitlos sind. Die Prinzipien des Fiqh, das heißt, diese universellen Regeln des Fiqh, sind zeitlos, nicht ortsgebunden. Im Gegensatz dazu sind fertige Fatawa zeit- und ortgebunden. Die universellen Prinzipien und Regeln des Fiqh sind aber nicht zeit- und ortgebunden. Die Fuqaha haben hier eine Regel abgeleitet aus diesem Hadith und aus diesem Vorfall von Aisha und ein Dutzend anderer Vorfälle, die besagt, yustahab al-Khuruj min al-Khilaf. Es ist erwünscht, den Khilaf der Rechtsgelehrten zu meiden. Das Umstrittene zu meiden. Natürlich nicht im absoluten Sinne, nicht, dass man das als Vorwand nimmt, immer wenn irgendwo eine Unstimmigkeit existiert, das zu verbieten. Es geht hier nicht ums Verbieten. Es geht hier nicht darum, dass man es verbietet. Es geht darum, es aus, sagen wir es mal so, yani etwas zu meiden, auch wenn man nicht glaubt, es sei verboten. Und diese Regel ist unumstritten unter den Rechtsgelehrten. Einige der Fuqaha, der Malikiya erwähnen, dass es einen Konsens hierüber gibt. Und wir sehen diese Regel, wenn ihr die Fiqh-Bücher durchlest, ihr werdet diese Regel immer wieder vorfinden. Immer wieder. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus dem ersten Kapitel der Fiqh-Bücher bei den Hanabila. Das erste Kapitel ist immer die Tahara, die Reinheit, bei fast allen Büchern des Fiqh. Und sie beginnen mit den Gewässern. Die Hanabila sagen Folgendes: Wasser, welches durch eine unreine Substanz erhitzt wurde, das heißt, Wasser selbst ist
rein, Tahur. Aber es, bei der Erhitzung des Wassers wurde eine unreine Substanz verwendet. Kann man sich das vorstellen? Ich frage nur, um zu sehen, ob ihr begreift, was hier gemeint ist. Wie? Also in Indien, da nehmen doch von Kuh Kot und verbrennen das. Das wäre möglich, aber der Kuhkot ist bei den Hanabila rein, nicht unrein. Ist rein. Also alle Ausscheidungen von essbaren Tieren sind bei ihnen rein. Rein heißt natürlich nicht, dass man sie verzehren kann. Rein heißt einfach, ja, wenn du damit in Kontakt kommst, musst du dich davon nicht bereinigen. Es kann sein, dass Dinge, die rein sind, verboten sind. Oder? Alles, was unrein ist, ist verboten zu verzehren. Ist aber alles, was rein ist, erlaubt zu verzehren? Nein. Ist nicht. Drei andere Frage. Ist alles Verbotene unrein? Nein. Also es gibt keine Zwangsläufigkeit zwischen Verbot und Reinheit. Beispielsweise Gift. Darf man Gift zu sich nehmen, obwohl es rein ist, ist trotzdem verboten, aufgrund des Schadens, der dadurch entsteht. Sie sagen, aber das Beispiel ist möglich, nur müssen wir das Tier auswechseln. Wir müssen das Tier auswechseln. Nein. Vom Schwein zum Beispiel. Vom Schwein. Ich weiß nicht, ob man das mit Schweinekot macht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Konsistenz spielt da auch eine Rolle. Nehmen wir aber das mal einfach nur so hypothetisch als Beispiel. So, er benutzt das jetzt, um daraus Feuer zu machen, zündet das an. Also ist dieses Wasser rein? Das Wasser ist rein, oder? Aber die Hanabila sagen, dass es makruh ist, dieses Wasser zu verwenden. Warum? Warum sagen sie es makruh? Sie sagen, khurujan min al-khilaf. Khurujan min al-khilaf, um diese umstrittene Zone zu verlassen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn jemand, das nennen sie al-ma'ul musta'mal, benutztes Wasser. Wasser, das in einer Tahara benutzt wurde. Die Tahara kann eine Pflicht-Tahara sein oder eine erwünschte Soll-Tahara. Wie zum Beispiel das Ghusl al-Jum'ah. Ghusl al-Jum'ah ist nach der Mehrheit der Ahlul Ilm eine erwünschte Handlung, keine Muss-Handlung. Wenn jetzt jemand die Freitagswaschung macht, und dieses benutzte Wasser, der Körper ist ja rein, der Körper des Menschen ist rein. Das heißt, das Wasser hat nur einen reinen Körper getroffen sozusagen. Dieses Wasser, darf es benutzt werden für eine weitere Bereinigung? Ja, das ist meine Meinung. Nein, es geht nicht darum, ob man das machen soll oder nicht. Ich glaube, die meisten würden das nicht machen. Aber besonders wenn man eine Fülle von Wasser hat, wenn man reichlich Wasser hat, wie bei uns, muss sich keiner sorgen über Wasser, aber vielleicht in Gegenden, wo es Knappheit gibt, würde das schon in Frage kommen. Grundsätzlich ist das sehr sauber. Und es ist meistens so, dort wo es meistens, es gibt Dinge, über die wir uns ekeln, die für uns gar nicht in Frage kommen, das sind aber, das ist ein Empfinden, das durch den Luxus entsteht, den wir haben. Ich glaube, dass einige von uns diverse Hemmungen, die sie heute haben, die ganz oben irgendwo im Himmel sind, dass sie viel weiter unten wären, wenn sie irgendwo anders aufgewachsen wären. Also auch was die Reinheit angeht und so. Also ich habe mal gesehen, ich war im Ausland und da war ich beim Metzger. Bei uns, wenn wir von Fleisch reden, wir wollen immer höchste Hygienestandard. Ne? Die Temperatur muss stimmen in der Kühltheke. Da darf es nicht immer ein Grad falsch sein. Und wenn da eine Fliege ist, in der Theke irgendwo eine Fliege rumfliegt, das ist schon zu viel für manche. Kann ja sein, dass sie da Eier draufgelegt hat oder was auch immer. Ich war mal dort und die Leute haben das gekauft, das ist ganz normal. Ja. Ich habe gesehen, der Metzger sitzt da auf dem Boden. Das war so eine Garage. Nichts war gekühlt. Und es war ein extrem heißer Sommertag. Und das Fleisch hing in der Garage. Und da war auf dem Fleisch war sowas wie ein Mantel
von Fliegen. Es sah aus, als ob da ein Mantel drauf ist, voll mit Fliegen. Und der Metzger sitzt auf dem Boden, hält das Fleisch zwischen seinen Füßen, ja, und dann hat er in der Hand ein Messer und arbeitet so, hantiert am Fleisch rum. Und er sitzt im Unterhemd und schwitzt. Aber für die Leute war das ganz normal. Es ist der Umstand, der manchmal halt die Umstände, wie ein Mensch aufwächst. Welches Land war das? Welches Land? Das war Pakistan. Ein Dorf. Ja. Tayyib. Auf jeden Fall, dieses Wasser hier, darf es benutzt werden? Die Hanabila sagen, es ist rein. Wasser, das in einer Soll-Tahara verwendet wurde, ist rein, aber dennoch ist es erwünscht, es zu meiden. Warum? Wieder die gleiche Geschichte. Khurujan min al-Khilaf, um den Khilaf der Gelehrten zu meiden. Und dieses Phänomen oder diese Geschichte zeigt uns etwas enorm Wichtiges, etwas, was die Methodik betrifft. Wie gehen wir mit Meinungsverschiedenheiten der Ahlul Ilm um? Wie gehen wir mit diesen Meinungsverschiedenheiten um? Grundsätzlich hat sich der Laie in einer gewissen Weise daraus zu halten. Also er muss Distanz halten. Aber es geht mir nicht darum, es geht mir nicht um diese Distanz. Nehmen wir mal an, ein Laie präferiert die Meinung von Fulan und Alan und nimmt diese Meinung und handelt danach. Wie sollte er jetzt eingestellt sein in Bezug auf den Khilaf, auf andere Meinungen der Ahlul Ilm? Und das ist wichtig aus folgendem Grund, weil es ist tatsächlich so, dass seit dem Jahr 1300 ungefähr, nach der Hijra, sich die Methodik im Umgang mit dem Fiqh etwas verändert hat. Die Methodik und der Umgang mit dem Fiqh und den Meinungsverschiedenheiten im Fiqh, das hat sich etwas geändert. Wir schauen uns mal ein paar Aussagen der Ahlul Ilm an, wie sie das so sahen. Ihr wisst, dass, wer ist der Autor des Buches Al-Muwatta? Al-Imam Malik ist der Autor des Al-Muwatta im Hadith. Das ist einer der ersten Hadith-Bücher, die noch erhalten sind, die verfasst worden sind. Warum hat er es verfasst? Weil ein König das wollte. Das war Al-Mansur. Im Auftrag von Al-Mansur hat er dieses Buch verfasst. Das ist ein Hadith-Buch, richtig? Das ist ein kleines Hadith-Buch zu verschiedenen Thematiken. Ibn Malik erzählt selbst Folgendes. Ich erzähle diesen Vorfall, dann machen wir kurz Pause. Al-Imam Malik erzählt Folgendes. Er sagt, als Al-Mansur zum Hajj gekommen ist, hat er mich kommen lassen zu sich. Ich ging zu ihm, unterhielt mich mit ihm und er fragte mich einige Fragen, die ich ihm beantwortete. Daraufhin sagte er zu mir, ich habe mich entschlossen, dieses Buch, Al-Muwatta, was du geschrieben hast, das vervielfachen zu lassen, Kopien anfertigen zu lassen und diese in die islamischen Ländereien auszuschicken, damit und ihnen aufzutragen, nach diesem Buch zu handeln. Also sozusagen gesetzlich, sie gesetzlich dazu verpflichten, nach der Muwatta von Al-Imam Malik zu gehen. Al-Imam Malik sagte, ich sagte zu ihm, tu dies nicht. Übrigens, nicht immer, wenn einer der Muhaddithun ein Hadith erwähnt in einem Buch, muss es auch heißen, dass seine Fatwa entsprechend dieses Hadith geht. Es kann nämlich sein, dass er der Auffassung ist, dass diese Überlieferung im Konflikt steht mit Belegen, die für ihn stärker sind, schwergewichtiger sind. Und dann lässt er diesen und richtet sich nach etwas anderem. Das ist durchaus möglich. Deswegen kannst du nicht sagen, wenn beispielsweise irgendein Sachverhalt, ja, aber er hat doch den Hadith hier in seinem Buch erwähnt, also muss das seine Auffassung sein. Das ist nicht der Fall. Wir sehen das bei Imam Malik selbst. Ihr kennt den berühmten Hadith, der in den Sahihain überliefert worden ist.
worin der Prophet sagte, Al-Bay'ani bil-Khiyar, ma lam yatafarraqa. Die Käufer und Verkäufer, Käufer und Verkäufer haben ein Widerrufungsrecht, solange sie nicht voneinander oder solange sie nicht auseinandergehen. Das heißt, wenn jemand von euch mit jemandem etwas, einen Handel betreibt und solange ihr am Geschäftsort seid in dieser Sitzung, der Vertrag ist abgeschlossen, du hast die Ware übergeben, den Preis genommen und dann sagst du, ich möchte doch nicht. Möglich? Kann man das wieder widerrufen? Nach der Mehrheit der Gelehrten, na'am, und das ist die Bedeutung dieses Hadith. Solange sie in ihrer Sitzung sind, haben sie ein Widerrufungsrecht. Al-Imam Malik war aber nicht der Auffassung. Und dann kam jemand zu ihm, und fragte ihn, warum hast du diesen Hadith in deinem Muwatta erwähnt, wenn du dich nicht nach ihm richtest? Wisst ihr, was er gesagt hat? Als du noch im Sandkasten warst, habe ich den Hadith schon aufgeschrieben. Mumkin, ich weiß nicht, ob er das hier gesagt hat, kann sein. Aber es wird erwähnt, dass er dann sagte, damit der Unwissende deinesgleichen weiß, damit er nicht denkt, ich kannte diesen Hadith nicht. Das heißt, ich habe bewusst nicht danach gehandelt, weil ich andere Belege habe, die im Konflikt damit stehen, die für mich schwerwiegender sind, entweder in der Menge oder irgendwie anders authentischer sind. Das heißt, einen Text zu erwähnen, bedeutet nicht daraus zu schlussfolgern, dass das unbedingt seine Auffassung hierin sein muss. Er sagte dann zu Al-Mansur, tu dies nicht, also mach das nicht gesetzlich verpflichtend, verbindlich für alle nach der Muwatta zu gehen. Und warum sollte er das nicht machen? Er sagte Folgendes, die Menschen haben verschiedene Auffassungen zugeführt bekommen. Ja, jeder hat die Menschen in den islamischen Territorien sind zu ihnen verschiedene Sahaba gegangen. In Scham waren diverse Sahaba, im Kufa und Basra waren andere, in Medina und Mekka waren andere. Und jeder dieser Sahaba hat etwas mitgebracht. Und durchaus verschiedene Auffassungen an sich. Und die Tabi'un dort wurden geschult von diesen Sahaba und haben ihre Auffassungen übernommen. Und auch die Madhahib sind so entstanden. Jeder Madhahib führt zu einer Gruppe von den Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurück. Und sie haben dann verschiedene Auffassungen. Er sagt, sie alle haben genommen, was zu ihnen geführt wurde, danach gehandelt und zu jenem aufgerufen. Es sind verschiedene Auffassungen der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und anderer, ja, in der Tabi'un, sie von dem abzuhalten, abzubringen, was sie glauben, hier ist gemeint ja die Fatawa und die Auffassung, die sie haben, ist schwer, etwas Hartes, nicht Akzeptables. Lass die Menschen und ihr Ding, lass es bei dem, was die Landesbewohner für sich ausgesucht haben. Das ist eine Aussage von Al-Imam Malik. Nach der Pause, inshallah, erwähne ich noch einige andere Beispiele, damit wir sehen, wie sie den Umgang hiermit gepflegt haben.